Hau, 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 tot. Das war's. Du kommst jetzt mit. Wen hast du umgebracht? Zwei Dorfbewohner. Das ist nicht schön. Hm. Oh, und eine. Oh, da kommt noch mehr. Also waren es doch ein paar. Lachhaft. Lachhaft? Wir haben dich gerade fast umgebracht. Das ist nicht so lachhaft. Sind hier noch ein, zwei Fliegen irgendwo hängen geblieben? Gucken wir mal. Weil diese Riesenmeute sollte man anfangen wirklich so ein bisschen dezimieren, sich zurückziehen, ein bisschen dezimieren, zurückziehen. Sonst wird das nichts. Mit übrigens einem Grund, warum manche Leute das Spiel hier nicht mochten. Weil das Ganze am Anfang so schwer in Anführungszeichen ist. Oh, nicht die Frau töten. So, komm schon. Lebst noch? Okay. Ich glaube, die waren nämlich wichtig. So, kaputt. Noch irgendwo irgendwas? Hätte schwören können. Ah, da oben. Das ist okay. So, wir hätten gerne dich dabei, dich dabei, dich. Gelbe Reagenz hier kommt auch mit. Was machst du? Feuerresistenz. Das ist doch mal praktisch. Was haben wir hier oben? Jede Menge Ritter. Die sind in Feuerfliegen kämpfen. Die wir wahrscheinlich zu ihnen gelockt haben, wo wir es nicht wollten. Na gut, versuchen wir so gut es geht mitzuhelfen. Wobei die wahrscheinlich mehr Schaden machen werden als wir. Hau. Hau. Komm schon. Ja, eine tot, sehr gut. Die beiden hier kriegen wir. Oh. Da ist eine Kanone. Okay. Weil wir sehen können, ist es wirklich eigentlich nur Talana, die Schaden verursacht. Im Nahkampf sind die anderen fast gar nicht zu gebrauchen. Also halt, Girogon. Und wenn wir dann nachher wirklich alle zaubern können oder einen Bogen haben, dann geht es mit dem Schaden richtig gut. So. Komm, 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 komm. Wenn etwas gibt, wenn wir die jetzt alle umbringen und looten. Und vielleicht noch ein, zwei Sachen verkaufen, dann können wir dem nächsten Charakter die Bögen auch verkaufen. Wobei wir dann immer noch Bögen brauchen. Aber ja, Details. Fertig? Ne, da ist noch was. Oh, du siehst garstig aus. Du bist eine Drachenfliegenkönigin. Die aber schon fast tot ist. Tot ist. So, da unten kommt noch was. Oder fließt? Nee, du fließt nicht. Wir drehen es mal dezent von der Wache weg, damit wir nicht aus Versehen die Wache treffen. Oh, ich glaube, wir haben ihn getroffen. Ihr seid jetzt... Oh, oh. Der ist jetzt nicht gut davon zu sprechen. Lauf, 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 lauf. Ich hoffe, der beruhigt sich nochmal. Das ist kein besonders guter Start. Wir locken eine Fliege in die Stadt, die gleich zwei Bewohner umbringt. Wir locken die Fliegen zu einer Abenteuertruppe, die wir dann aus Versehen auch noch anhauen. Ah, die gehen auf uns los. Wow. Nicht gut. Gar nicht gut. Wir ignorieren sie einfach. Laufen einmal außen rum. Oh, oh. Heilt mich mal jemand! Außen rum. Plündern die Fliegen. Leertaste, 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 weil es schneller geht. Und wir Ritter hinter uns her haben. So, au, oh, das läuft mal gut aus. Gerade die Königin hat gut was gebracht. So. 503. Also wir hätten jetzt genug, um. Ich nehme auch noch mit. Zwei Rationen. So. Wir hätten jetzt genug, um nochmal Bogen zu kaufen. Nur halt keinen zweiten Bogen. Was dann ein wenig witzlos ist. Wir könnten aber kurz zum Waffenhändler gehen und gucken, ob der noch einen Bogen hat. Guten Tag, darf ich helfen? Standard, eine Armbrust, was auch ein Bogen ist, für 75. Ja, Standard, Armbrust. Oh, wir hätten es mit ihr kaufen sollen, Mist. Das verkaufen, 2 Gold. Und mehr zum Verkaufen haben wir noch nicht wirklich. Danke. So, das heißt... Wer kriegt die Armbrust eigentlich später? Sie. Du
Du heil mal bitte sie. Sind die immer noch hinter uns her? Jo. Nicht gut. Ich glaube, wir werden den versuchen jetzt umzubringen. So, du. Gucken wir mal. Ein Schaden. Sieht man fast gar nicht. Heilung, Schwäche heilen, Segen. Ja, Segen auf Giron. Du Haus. Tonk. Hilfe. Tonk. Nein, das wird nichts. Mit einem Schlag anderthalb der Charaktere K.O. geschlagen. Okay. Genießt schlafen. Euren Aufenthalt. Oh. Er ist weg. Oh, Gott sei Dank. Also wir haben jetzt für 2 Goldmünze in Taverne geschlafen. Und anscheinend wurde der Ritter dadurch ungeduldig und ist zurückgelaufen. Ja, nicht schön am Anfang. Echt nicht schön. Und wirklich viele Erfahrungspunkte werden wir noch nicht gemacht haben. Na, geht so. Ist das eigentlich ein Langbogen? Typ Langbogen. Wir hatten doch... bringt dem Schiedsrichter das Markt in seinen Langbogen. Den hätten wir also auch schon. Aber den will ich noch nicht abgeben. Den brauchen wir zu sehr. So. Dann gucken wir doch mal. Wir haben jetzt einmal von hier angegriffen. Wir haben einmal hintenrum das zu den Rittern gelockt. Also es sind vielleicht nicht mehr so viele da. Oh, und plündern, 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 plündern. Und ich höre noch ganz viel Gezischel. 7, verdammt, oh. Na, Mist. Weg, 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 weg. Die Ritter sind hinter uns her. Also eigentlich... Lauf, 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 lauf. Eigentlich hatte ich vor, eine gute Gruppe zu spielen. Aber langsam fühle ich mich genötigt, gewalttätig zu werden. Und die Ritter umzubringen. Und wenn wir dann schon mal auf dem Weg zur dunklen Seite sind, können wir auch den ganzen Weg gehen. So, 16 Gold. Wir haben genug, um uns Dinge zu kaufen. Oh, und eine Truhe. Wobei die eine Falle haben könnte. So, die Ritter hacken sich fleißig durch die Dinge durch. Das wäre natürlich ideal. Wir wären nicht böse, wir wären nur nicht gut. Wir haben jetzt die Ritter zu den Feuerfliegen gelockt. Die Feuerfliegen bringen die Ritter um. Und wir haben das Problem mit den Rittern nicht mehr. Nur irgendwie ist kein einziger Ritter bisher gestorben. Das macht den Plan wiederum zunichte. Oh, wir können wenigstens die Feuerfliegen looten. Zing, 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 zing. So, ihr mögt uns immer noch nicht, hm? Okay. Dann probieren wir doch wenigstens mal einen von den Kleinen hier umzubringen. Ja. So, rückwärts laufen. Wir zaubern jetzt mal gezielt auf die, die angeschlagen sind. Du schießt auf den. Wir laufen rückwärts. Hau, hau. Du schießt auf den angeschlagen. Ja, oh, der ist gleich kaputt. Sehr gut. Lauf. Weg, weg. So. Problem ist auch, wir haben hier unten etwas, das nennt sich Ruf. Und wenn wir sowas wie Dorfbewohner oder Wachen umbringen, dann sinkt der Ruf. Was nicht ganz so schön ist, finde ich. Außer man spielt halt einen Bösen. Du zaubern. Du müsstest gleich tot sein. Komm schon, stirb. Wir wollen uns... Oh, oh. Taktisch zurückziehen. Ja, tot. Weg. Wir laufen einmal im Bogen. Plündern... den Ritter. Plündern die Fliegen. Und ziehen uns zurück in die Stadt. Dann kaufen wir uns einmal noch Bogenschießen für Lunanera. Und dann könnten wir schon gut genug sein, um wenigstens nochmal einen von den Wachen umzubringen. Entweder das oder wir sehen uns weiter auf der Insel um. In irgendeinem Gebiet, wo keine Ritter hinter uns her sind. So, ich drücke mal R und gleich nochmal R, um Rationen zu essen und zu schlafen. So, alle wieder fit. Und dann auf zum Waffenhändler. Du greifst uns Gott sei Dank nicht an.
Und wir haben auch keinen Ruf verloren, sondern gewonnen. Das sind gar keine guten Ritter. Das erklärt natürlich einiges. Guten Tag. Dann habe ich auch keinerlei Skrupel, die umzubringen. Wir hätten gerne Fähigkeiten. Und zwar für dich Bogen. Danke. Oh, dein Dolch ist kaputt. Deine Streitkolben ist kaputt. Das schaffe ich nicht. Und du hast noch keine Reparaturfähigkeit. Nicht so schön. Aber übrigens haben wir jetzt noch einen Fernkämpfer mehr. So. Erfahrungspunkte? Immer noch eine Menge. Guti. Also wir müssen jetzt erstmal einen kleinen Bogen machen, um da hinten, wo die Feuerfliegen waren. Das heißt, wir gucken mal da hinten hin. Also hier rum sind wir auch schon mal gelaufen. Da war diese große Höhle. Da könnten wir mal reingucken. Wo die Frau in dem schwarzen Gewand vorher war. Und sonst war hier oben auch noch etwas. Bei dem Wasserfall. Was ist hier drin? Hallo, mein Name ist Donna. Ich lebe hier mit meiner Tochter Sally. Vermisste Person? Ich kann mich an ein paar Fremde erinnern, die sich vor kurzem am Eingang zur Drachenhöhle herumgetrieben haben. Ja. Ich habe nicht mitgekriegt, ob sie hier reingegangen sind, aber seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich ist ihnen klar geworden, wie gefährlich es dort ist und sie sind in die Stadt zurückgegangen. Ja, genau. Und was hat es mit dem verlassenen Tempel auf sich? Die Höhle direkt hinter meinem Haus ist nicht der verlassene Tempel. Nein, sie ist der Schlupfwinkel von Mor'Karak, dem Erbarmungslosen, dem Drachen der Smaragdinsel. Er schätzt keine Besucher, also geht ihr dort besser nicht hinein. Der verlassene Tempel ist in dem Hügel südlich meines Hauses. Verschüttet. Ihr erreicht ihn, indem ihr die Höhle oben am Hügel betretet. Okay. Wir haben allerdings auch den Auftrag bekommen, die Abenteurer zu finden und Hinweise, um die dann abzugeben. Also laufen wir doch mal rein. Zing. Ein riesiger Drache hat sich diese Höhle anscheinend zum Heim gemacht. Vielleicht sind hier die vermissten Abenteurer. Ja, gucken wir. Jo, Drache. Wow. Und Ratten, die uns aufhalten wollen. Und ein Drachenhort. Wir nehmen einfach alles mit. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. So. Den Drachen in den Himmel kommt. So, das geht. Lauf und raus. Wir müssen. Hey, das ging gut. Und wir haben, hey, 520 Gold. Wir können uns wieder Bogenschießen kaufen. Was haben wir jetzt gefunden? Ich würde gerne helfen. Ein Langbogen, ein Schild. Das wird verkauft. Das muss alles modifiziert werden. Teil eines Tagebuchs. Zing. Unser erster Tag, seitdem wir die Smaragdinsel erreicht haben. Ein seltsamer Mann namens Malvik ist an uns herangetreten. Er hat uns ein merkwürdiges Angebot gemacht. Ein Zauberstab im Austausch für zukünftige Aufmerksamkeiten. Wir haben abgelehnt. Als wir dann in Richtung Nordosten der Insel aufgebrochen sind, fing er an zu lachen und schrie uns hinterher, dass man uns nicht wiedersehen würde. Ja. Ich denke mal, das ist der Hinweis, den wir brauchen. Oh, was mit dir? Hallo. Hey, ihr, ich bin Sally. Muschel? Ich verkaufe euch gerne ein paar schöne Muscheln. Ja, die nehmen wir mit. Die müssen wir nämlich auch abgeben. Ozean? Ich liebe diese Seite der Insel. Die Aussicht auf das Meer ist von hier so viel besser als von der Stadt. Findet ihr nicht auch? Haben wir ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Oh, Ritter. Wir verabschieden uns erstmal. Und geben dann die Muschel ab. Den Heiltrank und den Langbogen. Wobei wir den Langbogen ja auch erstmal behalten könnten. Hihi, warte mal. Das kann ich nicht erkennen. Kannst du nicht erkennen? Das ist schade. Hier ist der Schiedsrichter. Seine Hoheit, Lord Markham, Herrscher der westlichen Landen. Ich bin Lord Markham, der Wohltäter, der das Schloss stiftet, das als Preis bei diesem Wettbewerb aussteht. Vermisste Teilnehmer. Vergesst nicht, dass es eine Belohnung von 1000 Goldstücken für die Gruppe gibt, die etwas über die verschwundenen Teilnehmer herausfindet. Das haben wir gerade. 1000 Gold. Sauber. Es gibt wirklich einen Drachen auf der Insel?
Und ich dachte, damit wären die Drachenfliegen gemeint. Dezenter Unterschied. So in 5000% Körpermasse. Ich werde alle davor warnen, sich der Höhle zu nähern, damit nicht noch jemand verloren geht. Ja, das ist schon mal gut. Wir würden gerne abgeben. Eine schöne Muschel. Ein Langbogen. Den wollten wir eigentlich noch nicht abgeben, aber gut. Und sonst haben wir nichts. Oh, das gab gute Erfahrungspunkte. Und wir sind bei minus 5. Also ist das wahrscheinlich Ruf im Sinne von wir sind bekannt und das ist auch positiv oder negativ. Das müssen wir ausgleichen. Und wir haben hier oben unsere Stufenanzeige in grün. Das heißt, wir sind eigentlich schon höher. Wir müssten halt nur in das Ausbildungszentrum. Was ich aber eigentlich noch machen wollte, war einen roten Trank zu mischen. Seine Hoheit, Lord Mark, und den auch noch abzugeben. Herrscher der westlichen Lande. So, jetzt haben wir 1420 Gold. Dafür stufen wir einmal unsere Helden auf, kaufen uns noch eine Armbrust, holen uns die Bogenfertigkeit und dann müssten wir langsam auch in der Lage sein, die Ritter nach und nach zu dezimieren. Weil es ist doch ein wenig lästig, dass wir durchgehend von ihnen verfolgt werden. Ja, aber jetzt speichere ich erstmal ab und wir sehen uns gleich wieder.